progetto l'ho trovato particolarmente interessante, molto accattivante e soprattutto penso che sia un grandissimo segnale per i nostri giovani e per il nostro futuro. Sono piccoli passi, ma sui piccoli passi uno dopo l'altro si raggiungono le grandi distanze e questo è fondamentale soprattutto oggi, che il tema dell'antisemitismo, del razzismo, dell'omofobia, dell'incomprensione comunque tra i popoli gode sempre di ottimi rigurgiti, è come una fenice che risorge dalle ceneri, antiche ideologie che comunque risorgono sempre, per cui è fondamentale che i ragazzi siano preparati su quello che è stato e che siano veramente ponti di pace per il futuro. Ich habe heuer im Sommer am Projekt Israel, Tirol, Südtirol teilgenommen und für mich hat es lebenslange Freundschaften eröffnet. Ich war jetzt im Winter in Tel Aviv, in Jerusalem enden, um die Freunde wiederzusehen und es hat einfach geholfen, die Leute hinter der Religion kennenzulernen und das ist eine Erfahrung, die mir niemand mehr nehmen kann. Ich bin voller Stolz darauf, das gemacht zu haben. Für ein Land wie Südtirol, wo zwei Sprachgruppen bzw. drei Sprachgruppen auf engem Raum zusammenleben, überlagert jetzt noch durch die Thematik der Jugendlichen mit Migrationshintergrund von unschätzbarem Wert ist, dass sich Menschen unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Religionen in der Form, in der Intensität einfach begegnen, sich kennenlernen, sich als Menschen wertschätzen, sich mögen, Gefühle entwickeln und so weiter. Ich glaube, die Jugend ist viel aufgeschlossener und viel besser als wir. Und die Jugend wird möglicherweise auch mehr schaffen, als wir schaffen konnten in unserer Zeit. Die Zeiten haben sich geändert, nicht immer fürs Bessere, aber ich habe immer große Hoffnung in die Jugend. Es war eine sehr interessante Erfahrung für mich als Filmemacher, auch dieses Projekt des Jugendaustausches zu begleiten, weil man erstens mal auch gesehen hat, wie Südtirol und Tiroler miteinander oder sich gegenseitig finden und dann sich vor allem auch mit verschiedenen Religionen und Kulturen auseinandersetzen.